Wie soll ich euch vom Heiligen Geist reden, den ihr nicht seht? Man hat den Heiland gesehen, als er auf Erden wandelte, Beschreibung von den Aposteln und alles. Und es gab auch viele Begnadete, ihr wisst, ich sage bei mir Werkzeug, aber es gibt viele Begnadete, die ja darüber sagen konnten, wie sie den Heiland sahen, als sie ihm begegneten. Nun, der Heilige Geist ist Geist und doch Person. Das kann man mit dem Menschenverstand unmöglich verstehen. Heiland sagte, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Also es heißt nicht, der Vater wird kommen, sondern der Helfer, den der Vater senden wird, also auch nicht ihn, sondern die dritte Person in Gott, wird euch alles Weitere lehren, was noch nicht da drin steht in der Bibel. Alles Weitere lehren. Aber das ist nur der Heilige Geist tut das. Und euch erinnern, alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Schon im alten Bunde hat man sich sehr viel vom Heiligen Geist gesprochen. Die Propheten haben ja immer im Heiligen Geiste gesprochen. Und der erste Satz in der Bibel heißt eigentlich, die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogende Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Also schon im alten Bunde. Der Heilige Geist, was bedeutet das? Gott in uns. Aber den Heiligen Geist hörst du eigentlich am allerersten in der Stille. Wenn jemand sich bestrebt, zur Vollkommenheit kommen möchte, dann wird er nicht mehr so viel schnattern. Zu viel reden. Gehört auch dazu zum Mensch. Aber du musst immer wieder eine Stille suchen, dass du ihn hörst. Und selbst da würde ich gerne sagen, es ist vorwiegend beim Schutzengel. Es kommt mir vor wie früher, wo ich noch Kind war, da gab es noch den Kurzwellensender, wo man wahnsinnig aufpassen musste. Nur ein kleiner Dreh war schon weg. Und so ist es auch, den Schutzengel oder den Heiligen Geist zu hören, da muss ich erst justieren. Mit der Zeit dann geht es immer einfacher. Man vernimmt ihn immer öfters und intensiver. Ja, Gott, der Dreifaltige und drei Personen, sehr schwer zu verstehen. Drei Personen und ein Gott. Vielleicht geht es leichter, wenn ich sage, der eine Gott existiert in den drei Personen. Wenn ein Mensch sagt, das verstehe ich nicht, begreife ich nicht, dann sage ich, prima, du hast es erfasst. Denn das kann man nicht. Denn wir sind nicht Gott, oder? Wir können Göttliches nicht in dem Sinn verstehen. Aber Gott passt sich uns immer wieder an. Der Heilige Geist schenkt uns Weisheit, den Glauben und die Liebe zwischen Gott und dem Menschen. Jetzt komme ich auch nochmal auf etwas zu sprechen. Ich rede zwar nicht so gern von mir, aber ich bin ein Werkzeug und ich habe zu gehorchen. Nach oben.
es ist nun mal die Entrückung, die erste Entrückung, die ich hatte. Wisst ihr, wie das ist? Du warst entrückt als neunjähriger Bube. Ich bin circa nach Mittag in eine bestimmte Kapelle gegangen und kam erst bei Dämmerung wieder heraus. Als Neunjähriger, da ist man noch nicht so. Ich wurde entrückt. Das kann man nur erklären, menschlich. Ich stand, seit der Entrückung kniete ich, aber bei der ersten Entrückung stand ich, weil ich ein Kind war, vor der Allerheiligsten Dreifaltigkeit in drei Personen. Das kann ich nicht erklären, das weiß man einfach, das ist der Gott in drei Personen. Der Vater in der Mitte, der Sohn zu seiner Rechten, links der Heilige Geist. Und alle drei zeigten sie mich am Anfang als Person. Jesus, so wie wir uns das vorstellen oder wissen aus der Heiligen Schrift. Dann der Vater. Und da ich ja ein Knabe war, hat er sich mir auch so gezeigt, dass ich es was vorstellen kann aus einem Vater. Ich wusste aber ganz genau, dass es nicht unbedingt so ist. Aber mir hat es sich so gezeigt, dass ich etwas verstehen kann von der liebe Vater, der Himmelvater, wie ich gesagt habe. Tatsächlich, er zeigte sich wie ein Vater mit Bart und neben ihm, zur anderen Seite, Gott, der Heilige Geist. Er zeigte sich mir gleich wie der Vater, nur bei ihm wehte der Wind. Man sah, die Haare bewegten sich, ich hätte bald gesagt, ein bisschen zerzaust. Es blies bei ihm. Ich durfte zum Vater gehen. Ich will jetzt nicht weiter da, denn ich weiß, dass schon viele es einfach nicht glauben wollen und sich versündigen dagegen, weil es ein Werk des Heiligen Geistes ist. Werde ich das überspringen? Dann sagte der Vater, nun geh zu meinem Sohn. Da ging ich zu ihm und da stand ich vor ihm und es war ein Gespräch. Denn er ist das Wort, Jesus. Nach einer Zeit sagte er mir, nun geh zu unserem Geist. Ich ging rüber, voller Freude. Und plötzlich riss sich ein Stopp. Warum? Der Heilige Geist hat sich plötzlich verändert. Zu einer jetzt sind meine Worte schon armselig, zu einem unfassbaren Feuerrad, größer als das Universum. Und das, ich kann euch nicht sagen, was das war. Das Feuer ging ein, aus. Und es war ein Dosen. Dass man, seht ihr, jetzt komme ich schon in Schwierigkeiten, wie man das erklären. Ich kann nur sagen, es war so stark, dass man es nicht mehr hörte, nur noch empfand. Und dann sagte er, komm. Und ich hatte, ja, soll ich das in das urgewaltige Feuer hineinlaufen? Und dann kam etwas. Ist er der Heilige Geist? Er kann so zärtlich sein, wie es selbst die Gottesmutter nicht kann. Unfassbar zärtlich. Und kann auch absolut das Gegenteil sein. Urgewaltig. Naja, ich wagte da nicht in das Reinlaufen. Dann kam eben die Stimme. Komm, fürchte dich nicht.
Und ich muss sagen, es war wie ein Sog, der mich hineingezogen hat. Und da drin, meine Lieben, habe ich heute keine Worte. Ich muss es so naiv sagen, ich war wie im Plüsch gepackt. Es war so herrlich in ihm, im Heiligen Geiste. Da bekam ich ein Wissen, so viel er mir geben wollte. Und dieses Gefühl hatte ich hier und da, so wie eine Kopie, als ich in Rom, im Vatikan war, als Schweizer Gardist, wenn ich in die St. Peter-Kathedrale ging, Basilika, dieses Gefühl, dass ich einfach mir Mühe musste geben, wieder hinauszugehen. Ich war dann, als Bischof musste ich ja, sollte man ja alle 3 Jahre zum Papst gehen und einen Rapport ablegen, und die wollten mich ja nicht. Angefragt habe ich. Hat geheißen, wir haben schon einen Lübecker, wir brauchen keinen zweiten. Naja, und dann bin ich halt hin ins St. Peter-Grab, habe einen Petrus-Rapport abgegeben. Und als ich wieder mal gehen wollte, sagte der Heiland, ich muss nicht mehr gehen, der Heilige Geist, Petrus ist nicht mehr da. Darüber will ich jetzt nicht weiter ausholen. Ein andermal. In seiner Abschiedsrede an die Jünger verspricht Jesus, wiederzukommen. In der Zwischenzeit aber sollte sogar Statthalter gesagt, ein Helfer unter den Menschen sein. Jesus hat eindeutig den Heiligen Geist gemeint, als er seinen Zuhörern sagte, dass der Paraklet kommen wird. Die erste Bibel wurde dann eines vom Luther bekannteste, hat dann das Paraklet auf Tröster umgesetzt. Das ist zu wenig für einen Gott. Nach der Himmelfahrt Jesu, ich sage noch einmal, da hat jeder diese Galiläer in seiner Sprache verstanden. Das ist der Heilige Geist. Heute sprechen viele Scheinbegnadeten vom Heiligen Geist. Sie hätten den Heiligen Geist. Das ist irgendein anderer Vogel. Und gerade durch diese Muttersprache, jeder in seiner Muttersprache verstanden, hatten sie fürs erste Mal schon 3000 neue Gewinn gewonnen für diesen neuen christlichen Glauben. Oder nehmen wir mal Philippus. Er war unterwegs und dann kommt der Heilige Geist und sagt, geh dahin, geh da den Weg, denn da kommt jemand vorbei, der in der Heiligen Schrift liest und nicht versteht. Es war ein Kämmerer von einem König. Er hat ihn getroffen auf seinem Wagen. Und dann sagt der Philippus ihm, was liest du da? Da sagte der andere, er war nicht mal Jude, sagte, ja, ich lese, aber ich verstehe es nicht, was damit gemeint ist. Sagt Philippus, ich kann dir das erklären. Der Heilige Geist also hat ihm gesagt, geh dahin und rede mit ihm. Und der Heilige Geist ist auch der bei echt Begnadeten oder Werkzeugen spricht.